Super Mario Odyssey spielt ja Christian gerade. Eigentlich wollte ich das ja spielen, ne? Ja, aber du hast zu lange gebraucht. Ja, so ist das halt. So, wir sind jetzt auch gleich schon an so einer Szene. Was mich total flasht bei dem Ding, das sind diese Eiszapfen. Die sehen einfach mega aus. Geile Grafik, ne? Ich meine, guck dir das mal an hier, wenn ich jetzt hier durchgehe mit der Kamera. Das ist echt verdammt gute Grafik. Und ich meine, wir reden hier von der Switch. Das ist ja, die ist ja zu Unrecht verschrien als, naja, hat, geht so Grafikkonsole. Aber sorry, das ist mega gut. Mein erster Eindruck war Mario N64. Das war so der Flash in der 3D-Welt. Absolut. Also es ist vom Handling her, fühlt man sich irgendwie sofort zu Hause. Obwohl das ein komplett neues Spiel ist, also auch von der Mechanik her. Es handelt sich genauso wie Mario 64. Ich meine, guck mal, wenn ich hier so rumrenne. Das ist genau wie am Start von Super Mario 64, wenn du da vor diesem Schloss so ein bisschen durch die Gegend rennst und die ganzen Bewegungen kennenlernst. Ja, die 2D-Sachen sind doch wohl großartig. Ja, das stimmt. Guck dir erstmal an hier. Die Kamera. Schau mal da drauf. Immer nur auf mich. Guck dir mal das an, wie super das aussieht. Das ich weiß wohl jetzt nicht, ob ich da jetzt reinkomme oder ob das nur Deko ist. Also ich schätze mal, das ist wie bei Link Between Worlds. Jetzt ist es 2D. Ma, geil. Alter, ist das ja geil. Das ist richtig gut gelöst. Hammer. Das ist wie bei Link Between Worlds war ja auch diese 2D-Nummer und das ist halt Nintendo Game Design vom Feinsten, ja? Weil das immer ging, glaube ich, ja, oder? Bei Paper Mario. Der Trick ist ja bei Super Mario Odyssey, das ist ja die Mütze, von der alle schon berichtet haben. Wenn du jetzt dir das mal anguckst hier, ich kann die Mütze schmeißen. Das ist also quasi mein Move, auch um Gegner zu beseitigen. Aber zieh dir das mal rein, warte. Wenn ich jetzt, ja gut. Nein, die Kamera muss jetzt wieder mich zeigen. Ich wollte nämlich was anderes demonstrieren. Aufgepasst, jetzt muss ich jetzt nochmal da durch. Aufgepasst und mitgedacht. Und mitgedacht und zack. Wunderbar. So, das haben wir. Sag mal, eine Frage jetzt, wenn du die Mütze wirfst, als wenn ich mir das so anschaue, gibt es Probleme beim Zielen mit der Mütze, weil du hast jetzt nicht ein Fadenkreuz oder sowas. Das muss das alles nach Gefühl. Halt immer in die Richtung, in die dein Charakter zeigt, ne? Wenn das dann, Herrgott noch. Wenn das dann in dem Moment halt die falsche Richtung ist, das wollte ich zeigen. Oh, das ist doch wohl geil, oder? Die Mütze habe ich jetzt quasi auf die Patrone geworfen und bin jetzt die Patrone. Kann damit auch durch die Gegend cruisen. Achtung, da kommt eine neue raus. So. Und bin dann die Patrone. Muss also hier nicht mehr springen, weil ich kann ja auch einfach fliegen. Kannst ja so lange fliegen, wie du willst, bis man irgendwo vorsteht. Ganz genau, richtig. Das ist. Also oh, schau mal rechts, das die umgekippte Pyramide. Komm, die müssen wir auch noch zeigen. Ja. Moritz, schau mal mit der Kamera jetzt kurz. Wie geil sieht das denn bitte aus? Das ist wirklich eine ziemlich gute Grafik dafür. Ich weiß nicht, warum er so. Oh, schau mal, wie er guckt! Und die Mütze lebt, ne? Und die Mütze lebt. Och, wie süß! Ja, das ist schon echt gut gemacht. So, jetzt wieder ein 2D-Teil. Wieder ein 2D-Teil, genau. Da geht's rein. Was ich persönlich bei Nintendo immer liebe, ist, selbst wenn wir Mario jetzt hier nicht sehen würden, allein vom Style, vom ganzen Design, man erkennt sofort, das ist ein Super Mario-Spiel. Da könnte ich jetzt einen anderen Charakter reinmachen und jeder würde denken, mein Gott, das sieht aber eigentlich aus wie Super Mario. Und das ist, ja, ist legendär. Genau das, was von Anfang an schon auf der Konsole hätte sein müssen. Aber mein Gott, lieber ein fertiges Spiel als irgendwas Verbuggtes, was auf Teufel komm raus irgendwie released werden musste. Wenn es dauert, dauert es halt. So. Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort. Wenn es dauert, dauert es halt. Und Christian will bestimmt noch weiterspielen. Ich werde mich jetzt erstmal verdrücken und gucken, was wir als nächstes spielen dürfen. Weil das Schöne am Nintendo-Stand ist, wir dürfen hier alles spielen und auch filmen. Ich mache mir jetzt auf die Suche nach dem nächsten Spiel, was wir filmen werden. Bis gleich. Musik.